Krass. Okay. Jetzt ist der finale Showdown, Leute. Hey, da läuft sie ja. Alter, nein, ein Rätsel. Wenn wir uns aufteilen, können wir sie umzingeln und jeden ihrer Fluchtwege versperren. Ein Rätsel. Es ist auch so schlau, Kersel alleine loslaufen zu lassen. Bewege Kersel, Beckett, Ryan und Esposito so, dass der Verdächtige umstellt ist und nicht entkommen kann. Wähle eine Figur aus und ziehe sie entlang des Weges. Jede Figur muss einen farbigen Endpunkt erreichen, ohne dabei seinen eigenen Weg oder den Weg eines anderen zu kreuzen. Was ist denn Beckett? Beckett ist blau. Es wäre zu einfach, wenn sie einfach geradeaus gehen könnte, oder? Das wäre wirklich zu einfach. Wobei. Das ist ja voll umständlich zum Ziehen. Also sie muss ja dahin. Ryan kann da aber nicht lang. Das ist ungünstig. Deswegen würde ich sagen, dass Beckett einen Umweg geht. Nee, das hilft ihm auch nichts. Ich weiß gar nicht, wen ich zuerst bewegen soll. Warte mal, Reset. Das ist so umständlich zum Bewegen gerade. Castle ist rot. Und Ryan ist... Aber Ryan kann ihn nicht... Er kann nicht hier lang. So, ich muss den nur einmal anklicken, dass er sich bewegt. Kommt Beckett aber nicht mehr rum. Ich glaube, das ist echt umständlich. Reset. Ich glaube, mit Ryan muss man hier hinten rumgehen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Weil wie soll denn dann Kersel da reinkommen? Moment. Ich führe mal Kersel. Das bringt nichts. Oder bringt das schon was, wenn ich hier den Weg offen halte? Geht's nicht hin. Okay. Boah, was ist das denn für ein Rätsel? Ein Esposito kann einfach nicht hier lang gehen. Und ihr kann man auch nicht über den Weg laufen. Ich möchte behaupten, dass man mit ihm hier hinten rumgehen sollte. Komm, beweg dich. So. Und Ryan dann hier rum. Dann muss Castle...
Das geht nicht. Weil dann Beckett seinen Weg kreuzt. Und um sie herum gehen geht aber leider nicht, weil da nämlich der Weg dazwischen ist. Er kann ja da nicht drüber gehen, oder? Moment, ich probiere das kurz aus, ob die Startposition... Nee. Nee, ab da kann er ja nicht mehr weitergehen. Okay. Neuer Versuch. Irgendwie... Beckett ist ein kleines Problemchen. Machen wir mal Beckett zuerst. Dann muss nämlich Ryan hier oben rumlaufen. Ich lasse ihn mal kurz da stehen. Esposito muss da hinten rum. Ich glaube, das geht so. Aber hier kann Kersel nicht mehr durch. Was ist jetzt, wenn... Beckett hier hinten rumläuft, das hilft nichts. Könnte sie genauso gut den direkten Weg gehen, ne? Okay. Ich probiere, ihn mal irgendwie hinzubringen. Ich weiß noch nicht, ob jetzt hier oben rum oder eben diese Richtung, die aber schon, die ich schon für Esposito ausprobiert habe. Weil so kommt Ryan nicht mehr durch. Nee, so kommt Ryan auf jeden Fall nicht von der Seite durch. Jetzt hänge ich schon wieder an dem Rätsel, Leute. Ich finde das super. Aber so schneide ich Beckett den Weg ab. Und wenn ich jetzt mit ihm hier lang gehe, was überhaupt nicht geht, weil der Weg jetzt zu ist, okay... Boah, wie soll denn das gehen? Ich sag bloß, ich muss Beckett irgendwie von hier hinten rum. Zack, zack, zack. Hier so durch. Dann da hinten rum. Und dann hier. Esposito darf dann von da aus versuchen hinzukommen. Am besten so. Dann Ryan von hier aus. Und dann gibt es keine Wege für Kersel. Und zwar absolut keine mehr. Muss ich ihn zuerst irgendwie hinbringen? Ja, Leute, ne? Ich und Rätsel. Also angenommen... Komm, lass dich doch bewegen. Also das ist echt nervig, die Steuerung hier. Die Leute hier durchzubringen. Ich setze ihn da ab. Wenn ich versuche, Kersel hier irgendwie durchzuschlängeln. Hier. Durchzuschlängeln. Dann kann Beckett hier hinten rumgehen. Beweg dich doch bitte mit.
Das ist echt doof. Ich habe keinen Plan, wie das funktionieren soll. Ganz ehrlich. Kein Plan. Weil die kommen nicht aneinander vorbei. Wo soll denn dann Espos Weg sein? Weil irgendwie muss er ja gehen. Lass dich doch bewegen. So kann ich das auch nicht machen. Ich schneide ja jetzt komplett den Weg ab. Ja, das tue ich tatsächlich. Ich habe keinen Plan, wie das funktionieren soll. Ich sitze jetzt wieder Ewigkeiten an einem Rätsel. Ich bin einfach nicht schlau genug für sowas. Nee, es funktioniert auch nicht. Hä? Boah, ich weiß gar nicht, warum ihr euch mal meine Sachen überhaupt noch anguckt. Ich meine, ich rede ja fast nicht. Ich bin zu doof. Könnt mir beim Fällen zuschauen. Ja, das ist unglaublich. Boah, keine Ahnung. Ich habe wirklich keinen Plan. Boah. Was ist, wenn ich ihn mal hier hinten durchrennen lasse? Das bringt ja nichts. Dann kommt Ryan nicht durch. Ja, er hat dann gar keine Chance durchzukommen. Das heißt, Esposito muss trotzdem hier irgendwie rum. Aber ich verstehe nicht ganz wie. Oh Gott, ich überspringe das jetzt. Ach, finaler Showdown. Catherine Saunders, sie sind festgenommen. Wie posermäßig sie noch dasteht. So, yeah, hi, ich bin jetzt festgenommen. Okay. Ich kann es nicht glauben. Wie haben sie herausgefunden, dass ich es bin? Ihren Mordversuch zu inszenieren war clever, aber wir haben herausgefunden, dass sie nie in echter Gefahr waren. Castle wies uns darauf hin, dass sie gelogen haben. Von da an mussten wir die Punkte nur noch verbinden. Scheinbar haben sie sich mit dem falschen Mystery-Roman-Autor angelegt, junge Dame. Esposito und ich bringen sie rein. Ihr zwei habt euch ja eine Pause wohl verdient. Ich denke eigentlich, dass es da noch etwas Wichtiges zu tun gibt. Aha. Epilog. Danke, Kate, dass wir deine Wohnung nutzen dürfen. Ein Einbruch in mein Loft, eine Fahrt zum Krankenhaus. Es scheint, als könnte nicht diese Dinnerparty aufhalten. Du musst aber wirklich nicht so enttäuscht klingen, Richard. Wichtig ist doch nur, dass alle sicher unglücklich sind. Und dass ich endlich die perfekte Idee für meinen neuen Roman habe. Badadadadam. Okay, das war's tatsächlich. Boah, Leute, ich sag's euch, ich pack's wirklich nicht mit diesen Rätseln. Ich pack's wirklich nicht. Ah, es tut mir echt leid, dass ich echt blöd auf dem Schlauch stehe und dass ich dann Rätsel übersprungen habe, aber ich hätte mich ja dann trotzdem noch mal eine halbe Stunde mit euch hinsetzen können. Und darauf warten können, dass das Rätsel sich von selber löst. Oder ich das per Zufall schaffe. Und jetzt bei dem letzten, ne? Also, es ist mir jetzt persönlich auch zu spät. Gebe ich zu. Und wie gesagt, ich, hatte eine kürzere Nacht. Ja. Aber ich muss sagen, es war ganz cool. Also, ich fand's cool, dass wir halt, irgendwie... Ja, es ist voll cool, dass wir mehrere Morde hatten. Mhm, es sind ganz viele Menschen gestorben. Nee, aber es war für ein Wimmelbildspiel, hatte das einen coolen Plot. Es war ja ein begründeter Plot, nicht so wie bei so komischen anderen, wo plötzlich, ach, keine Ahnung, da passieren ja so komische Dinge. Ja, auf jeden Fall, es ist schön im Stile von Castle gehalten. Du hattest die Charaktere, du hattest ziemlich viele Anspielungen drin. Und ich habe mich echt darüber gefreut. So, ich habe ja noch einen Spielstand, der noch nicht fertig ist. Vielleicht gehe ich nochmal durch, dass ich die Rätsel nochmal sehe, weil das hat mich schon ein bisschen irritiert, ne? Und guck da mal, ob ich die mal so lösen kann. Und ob ich mal mein Hirn besser anstrengen kann. Aber
trotzdem, ich freut mich, dass ihr das jetzt trotzdem durchgehalten habt, dass ihr mir beim Fällen zuschauen durftet. Ich habe jetzt erstmal genug von den Rätseln. Also es sind nicht mal die Wimmelbilder, obwohl ich am Anfang gesagt habe, nee, also irgendwann hängen euch die Wimmelbilder zum Hals raus. In dem Fall, nee, ich habe die in dem Fall wirklich begrüßt, weil die Rätsel einfach noch dümmer waren. Vor allem dieses Telefonrätsel, wo nicht mal online irgendeine vernünftige Erklärung war. Ich würd mich aber freuen, wenn ihr da mal irgendwie, keine Ahnung, selber drauf gucken könntet und mir verraten könnt, was die Logik dahinter ist. Beziehungsweise, ihr könnt gerne bei all den anderen Rätseln nochmal reingucken, wo ich rumgefällt habe. Ihr könnt mir Lösungsvorschläge zuschicken, was auch immer. Sagt mir Bescheid, ich würde mich freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, also auch für die, die jetzt Castle nicht sonderlich gut kennen. Ich meine, man muss jetzt Castle jetzt nicht so gut kennen, damit man das spielen kann. Es ist halt trotzdem schön als, ja, ne, als Castle-Fan das zu spielen. Deswegen habe ich es mir ja auch gekauft. Aber ja, danke nochmal fürs Zuschauen. Das ist hiermit mein erstes abgeschlossenes Let's Play, das ich hier auf meinem Kanal hochgeladen habe. Haben werde. Habe, in dem Fall, wenn du das dann guckst, ne? Und ja, ich hoffe, dass ich doch irgendwann mal was anderes fertig spiele. Hust, hust, es sind ja doch ein paar Angefangene da. Ich hab's eigentlich schon vor. Auch der Story zuliebe. Ich meine, das war jetzt hier auch. Es hatte schon Story, weil wir ja einen Mörder gesucht haben. Und ich wollte das mit den Rätseln nicht zu lang aufhalten. Ich meine, ich sitze minutenlang davor und ihr habt nichts davon. Und teilweise rede ich nicht, weil ich dann zu vertieft bin, das Rätsel zu lösen. Es tut mir leid. Ich werde an mir arbeiten. Und wisset, ich habe noch ein Wimmelbildspiel, was ich spielen könnte. Bis dahin, bei welchem Spiel auch immer, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffe, dass ihr mal wieder reinschaltet. Nochmal danke fürs Gucken. Man sieht sich dann. Ciao!